Ist der christliche Glaube heutzutage noch relevant? Dieser und anderer Fragen ist das Institut für Glaube und Wissenschaft bei ihrer Jahrestagung nachgegangen. In Online-Vorträgen besprach Stefan Gustafsson die anhaltende Wichtigkeit des christlichen Glaubens in einer wissenschaftlich geprägten Gesellschaft. Gustafsson ist Direktor von Apologia, dem Zentrum für christliche Apologetik. Science has solved many questions relating to the function. Die Wissenschaft hat bereits viele Fragen zur Natur und ihrer Funktion beantwortet. Durch die Wissenschaft wissen wir daher mittlerweile viel mehr über die Welt und sind durch die wissenschaftlichen Errungenschaften gesegnet. Science cannot answer the deeper questions. Die Wissenschaft kann allerdings nicht die tiefgründigeren Fragen beantworten, all die zeitlosen Fragen unserer Existenz. Fragen nach unserem Selbst, unserer Identität oder dem Sinn des Lebens. Sie kann nicht beantworten, wie wir über Moralität denken oder wie ein Leben gut geführt wird. Ebenso die Frage der Schuld, wenn wir kein gutes Leben geführt haben. Und was ist das Ziel? Wo führt es uns hin? Was ist für uns und das Universum vorbestimmt? The end for me and for the universe. All those philosophical and existential questions, they are beyond the reach of science. All diese existenziellen, philosophischen Fragen kann die Wissenschaft nicht beantworten. Die Wissenschaft kann uns Antworten zur Funktion der Natur geben, aber nicht zu diesen tiefgründigen und zeitlosen Fragen. Die Wissenschaft hat den christlichen Glauben daher nicht überflüssig gemacht. Denn das Christentum gibt Antwort auf diese Art von Fragen. Die Apologetik ist ein Teilbereich der Theologie, die sich mit der rationalen Rechtfertigung des Glaubens befasst. Das Institut Glaube und Wissenschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Dialog zwischen Glauben und Denken zu fördern. Christen können viel von Kindern lernen. Diese Ansicht ist der lippische Pfarrer Rudolf Westerheide. Beim Gemeinschaftstag Fokus sprach er über die verschiedenen Aspekte des Glaubens, die durch eine kindliche Einstellung gestärkt werden können. Unter anderem nannte er die Bereitschaft, sich führen und beraten zu lassen, sowie die Unbefangenheit und Zuversicht von Kindern. All dies spiele eine große Rolle und sei eine Bereicherung für den christlichen Glauben. Der Gemeinschaftstag Fokus fand dieses Jahr Corona-bedingt online statt. Dafür wurden zwei Gottesdienste in die teilnehmenden Gemeinden übertragen. Der Gemeinschaftsverband Sachsen-Anhalt bietet ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und fördert so die Gemeinschaft im Glauben.